Hallo meine Freunde und willkommen im Charlemagne-Studio. Ja, schon lange ist es angekündigt, ihr wolltet es immer wissen, denn wir werden heute mal über ein ganz anderes Thema sprechen als den Bart. Heute dreht sich alles um die Original-Pomade. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, liebe Leute, wie ihr seht, kurzer Take. Ich habe mir die Haare gewaschen, um jetzt einfach mal die Original-Pomade bei mir einzubringen. Was mache ich dazu? Die Original-Pomade sollte auch im trockenen Haar eingebracht werden. Dazu zunächst Sea Salt Spray benutzen und dann die Haare föhnen. Wie macht man das Ganze? Das Sea Salt Spray nehmen, zwei, drei kleine Spritzer ins Haar und dann das Haar nach dem Entwirren einfach nochmal schön in Form legen. Und schon seid ihr dort in der richtigen Richtung, um euer Haar fertig zu machen für die Pomade. Ja, liebe Leute, ihr seht, ich habe mir die Haare geföhnt. Wie man das Ganze macht, ich mache es ganz gerne, um dem Haar eine grundlegende Struktur zu geben mit Sea Salt Spray. Könnt ihr natürlich unten in der Infobox nachverfolgen. Wir haben ja auch schon ein Video zu gemacht. Und jetzt kommen wir einfach mal dazu, wie man die Original Pomade anwendet. Original Pomade ist wirklich hauptsächlich dafür da, Haare, wie sie halt früher waren, zu benetzen mit einer, sagen wir, sehr klebrigen, öligen Masse. Hier ist halt Wasser drin, ist also wasserbasiert. Das Ganze hat Glycerin mit drin, Parfümstoffe etc. Und kommt natürlich wie immer in der Dose. Ja, das Ganze wird genauso wie bei den anderen Pomaden schön in den Händen verteilt. Ist halt die Original Pomade, also wirklich für Enthusiasten, die genau sowas haben wollen. Ist, ihr seht, es bilden sich Fäden. Eher so eine Art, ich würde schon fast sagen, Gel. Nur halt nicht so, dass das Ganze stark verklebt und diese Flockenbildung mit sich bringt, die man da teilweise hat. Wie man es vielleicht noch kennt aus diesen 5-Liter-Kanister vom Flohmarkt. Bringt also mehr Strähnen mit sich. Das Ganze wird tatsächlich fester. Lässt sich dennoch gut auswaschen. Das ist bei der, wirklich Grease-Pomade, die Grease-Schmiere halt, wirklich die Enthusiasten, die Rockabillys unter euch anspricht, die dort auch gerne mal die Pomade nicht unbedingt auswaschen wollen, sondern grundsätzlich immer ein Stück Pomade in den Haaren haben möchten. Hier seht ihr, die Anwendung ist wirklich super einfach. Da braucht man auch nachher nicht mehr mit dem Kamm durchgehen, das Haar ist fester. Und ich finde eine tolle Sache, hält vielleicht auch, wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht, beim Sport sehr, sehr gut. Wie ihr seht, als erstes immer hier schön den Scheitel abteilen. Kann man jetzt immer noch wirklich länger behandeln als mit dem Gel, wird aber langsam schon fest. Und ihr seht, die Frisur sitzt. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns doch ein Like und ein Abo da. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Und ansonsten kann ich nur sagen, schön bärtig und stylisch bleiben, Leute.